Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 937. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind hier immer noch am Arsch der Welt auf Expedition. Und wir haben hier nicht nur ein Shipwreck gefunden, was wir schon geplündert haben, da war nicht unbedingt was Besonderes drin, aber wir haben auch noch ein Korallenriff gefunden und ein Pufferfisch. Nein, wir wollen uns hier heute noch ein paar von den Seegurken holen, damit wir die zu Hause noch ein schönes bisschen als Dekoration benutzen können und weil wir keine andere Möglichkeit haben, an die ranzukommen, außer einen super weit entfernten Ozean aufzusuchen. Und das tun wir ja eh gerade, deswegen schlagen wir zwei Klappen mit einer Fliege. Ne? Man kennt es. Wir könnten auch noch ein paar Korallen mitnehmen, allerdings haben wir davon eigentlich noch relativ viel zu Hause. Denn wir haben ja unseren Tunnel unter dem einen kleinen Kanal da gebaut. Schon ewig her. Bei dem Biotop da, falls ihr gerade nicht wisst, was ich meine. Und dafür habe ich sehr viel gesammelt und vor allem auch mehr, als ich tatsächlich brauche. Deswegen haben wir noch sehr viel über. Und wie ich jetzt auch erfahren habe, kriegen wir das auf jeden Fall auch hin, dass man die auch noch als Carpet benutzen kann. Man muss es nur ein bisschen clever anstellen. Das hat Justus mir beschrieben. Ich habe es mir gescreenshottet, damit ich da auch dran denke. Falls wir das irgendwann mal machen, wird aber sehr wahrscheinlich, wenn dann nur im Erdgeschoss gehen. Aufgrund der Bauweise einfach. Aber das ist ja nicht schlimm. Immerhin besser als gar nichts, würde ich sagen. Und hier der Teil erinnert mich gerade so ein bisschen an Nemo. Weil hier drin ist so das schöne Korallenriff und dann gibt es den Abgrund und hier darfst du nicht hin. Das ist genau wie in dem Film. Gut, wir sind aber natürlich trotzdem nicht dafür hier. Wir sind hier, um dieser Schatzkarte nachzugehen. Genau das werden wir jetzt auch tun. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich das Mikro packe, sonst sehe ich die Schatzkarte gar nicht. Und ich weiß auch nicht so recht, ob wir überhaupt da in der Richtung sind. Ja doch, jetzt kommen wir da hin. Perfekt, dann ist es hier vorne irgendwo. Ja. Hier vor dem Strand ist es. Alles klar, dann gucken wir doch mal. Gehen wir mal wieder F3. Und dann ein bisschen vorbei. Es müsste irgendwo hier sein. Ich sehe es auf der Karte nicht. Ist das? Ja, hier irgendwo müsste es sein. Dann gehen wir zu 999. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 9, ist es genau hier drunter? Ja, lieben wir. Okay, cool. Nehmen wir uns das Eisen noch mit, packen ein bisschen Schwachsinn hier wieder weg. Oh, wir haben super viele Seegurken jetzt dabei. Den Rest brauche ich eigentlich nicht, deswegen lasse ich den auch buchstäblich einfach drin. Weil warum nicht, würde ich sagen. Weil dafür habe ich wirklich keine Verwendung. Wir könnten das Gold jetzt mitnehmen, aber wofür? Wofür brauche ich Gold? Wir traden nicht, wir machen sonst nichts damit. Also ist das irgendwie ein bisschen schwachsinnig. So, wir haben trotzdem noch das Problem, dass hier immer noch der Ozean ist. Deswegen müssen wir hier eigentlich weiter an der Seite entlang. Ich werde jetzt aber auch tatsächlich mal die Elytra wechseln. Und zwar zu der nächstbesten. Und dann werden wir auch mal wieder ein bisschen fliegen. Ach, wir waren sogar schon bis da. Okay, ja gut. Denn wenn wir immer nur noch zu Fuß laufen, wird es einfach ewig dauern. Und es wird so oder so ewig dauern. Ach du heilige Mutter im Himmel. Okay. Hier sind auch kaum Monster drin gespawnt. Das ist ja auch super. Hier sind Dias. Die hole ich mir eben. Hau ab, Junge. So. Und dann fliege ich hier auch ganz schnell wieder raus. Musste dieser blöde Glowsquid jetzt genau vor mich schwimmen? Das ist doch nicht normal. So, in dem Dorf waren wir gestern oder vorgestern auf jeden Fall auch schon. Ich glaube gestern. Deswegen da muss ich nicht hinfliegen. Aber wir haben hier vorne direkt das nächste Dorf. Das heißt, da werden wir noch einen kurzen Abstecher hinmachen. Und dann gucken wir mal, ob es da noch irgendwas weiter gibt oder ob das nur eine kleine Insel ist. Hey, ich habe den Hasen getötet, ihr Assis. Und wenn es da noch weitergeht, dann würde ich sagen, gehen wir auch noch ein bisschen weiter. Und wenn es da nicht weitergeht, dann treten wir den Rückweg an. Müssen wir einfach mal gucken, wie für uns entschieden wird. Wie Minecraft für uns entscheidet quasi. Das war es dann auch mit der Hoe. Hat ja lang genug gehalten. Hat tatsächlich länger gehalten, als ich dachte, aber auch nicht sehr lang. Egal. Wir haben trotzdem mit Abstand genug Heu für die nächsten 1000 Folgen oder so. Wir müssen jetzt auch aufpassen, wir haben jetzt natürlich nicht mehr komplette Rüstung an.
heißt, wir haben deutlich weniger Schutz. Weil jetzt habe ich nur noch die Elytra und nicht den Brustpanzer und die Elytra. Da haben wir dann extra den Mod für, der heißt Co-Lytra, ist unter dem Like-Button verlinkt. Könnt ihr euch sehr gerne holen, kann ich nur empfehlen. So, ist hier irgendwas, was wir brauchen? Nein. Dann gehen wir jetzt mal die Häuser abklappern. Hier, ich schenke dir ein paar Samen. Und dir... Oh, ihr habt schon genug Probleme, okay. Dann klaue ich nur euer Heu. Hau ab. Dann gehe ich hier noch rein. Dem schenke ich das Hasenfell, das brauche ich nämlich auch nicht. Viel ist hier in dem Dörfchen aber auch nicht. Ist auch kein sehr großes Dörfchen. Hier ist auch nichts drin. Boah, nix, Digga. Wolltest du einen Keller ausheben und hast verkackt oder was geht bei dir ab? Okay, keine weiteren Fragen. Hier ist eine Kiste drin. Wunderbar. Ein paar neue Brote, wir haben ja so wenige. Hier noch kurz hin. Hier ist auch nichts drin. Und dann noch hier. Zack. Puccini. Wir hier noch in das Haus und dann haben wir dieses Dorf auch abgegrast. Die holen wir uns noch. Man kann nie zu wenig Bücher haben. Genau, das wollte ich so sagen. Nein, man kann nie zu viele Bücher haben. Deswegen nehmen wir die immer mit. Wenn wir welche finden, nehmen wir die auch sofort mit. Gut, das war's mit dem Dorf. Wir können da vorne auf jeden Fall noch weiter. Da ist tatsächlich noch eine Pyramide. Das heißt, wir fliegen da einmal kurz hin. Also Richtung Osten. Ja, müsste Osten sein. Ja, ist auch Osten. Könnten wir auf jeden Fall weiterlaufen. Aber ich will eigentlich nicht ewig jetzt noch hier weiter die Expedition finden, weil wir müssen halt auch noch nach Hause. Und wir sind schon echt sehr weit weg von zu Hause. Das muss man halt auch so sagen. Deswegen denke ich, dass wir das, ich wollte gerade sagen, irgendwann anders mal machen. Aber das werden wir eh nicht tun, weil wir hier nie wieder hinkommen werden. Von daher vergesst das einfach, dass ich das gesagt habe. Ich muss mal eben, tut mir wirklich leid, die Diamanten hier jetzt so abbauen. Nicht, dass das schlimm ist. Ich weiß nicht, warum ich sage, dass es mir leid tut, als wäre das tragisch, dass ich das mache. So, können wir die wieder stacken. Die Sea Pickles tun wir noch hier rein. Und dann nehmen wir uns den Setzling wieder mit. Auch wenn ich nicht genau weiß, wieso. Und dann nehme ich mir doch nochmal hier die Blöcke raus. So. Und hoffe, dass wir damit wieder nach oben kommen. Tatsache. Nicht. Jetzt aber. Zack. Zack. Wunderbar. Gehen wir hier raus. Und fliegen noch einmal nach da vorne. Gucken, ob diese eine Insel uns noch irgendwo hinbringt. Das hier sieht ziemlich cool aus. Vor allem, weil es keinen Sinn ergibt. Sand verhält sich eigentlich anders. Egal. So. Wenn die Insel jetzt noch irgendwo hinführt, was sie scheinbar tut, dann gehen wir da noch weiter. Wenn nicht, kehren wir heute noch um. Davon mache ich es jetzt abhängig. Und wir sehen es in 3, 2, okay. Es geht noch irgendwie weiter. Scheiße. Wie lange sind wir eigentlich schon unterwegs? 4 Folgen? 5? Scheiße, Alter, es geht noch voll weiter. Hätte ich einfach mal gesagt, wir machen das nicht abhängig von Minecraft, sondern einfach von mir. Aber... naja. Nochmal ein Dschungel. Okay, endlich. Zumindest ist die Wüste jetzt vorbei. Wir sind einfach gleich 20.000 Blöcke in eine Richtung und nochmal 10.000 in die andere Richtung. Das wird ein langer Rückweg, glaube ich. Zum Glück haben wir genug Elytrasens und Raketensens dabei. Weil sonst könnte das echt, echt lang dauern. Alter, was ist das denn für eine Schlucht? Das habe ich noch nie gesehen mit den Blöcken. Sieht interessant aus. Und ich bin schon wieder so schnell am Fliegen, dass die Welt kaum hinterherkommt. Oh nee, keine Mangroven. Die Welt kommt kaum hinterher und gleich werden wir wieder zurückgeportet oder so. Was ist das hier für Terrain? Das habe ich auch noch nie gesehen. Auch hier das. Nicht in Vanilla zumindest. Das erinnert mich ein bisschen an die Welt, wo ich das Seven vs. Wild Ding nachgemacht habe.
Auch hier fliegende Inseln. Sind wir in der Beta gelandet, oder was? Cool. Gefällt mir. Will ich jetzt wirklich noch um die Mangroven drumrum? Eigentlich nicht. Wir machen es anders, pass auf. Heute fliegen wir noch weiter. Und morgen drehen wir dann um. Dann haben wir einen guten, sauberen Schnitt. Dann haben wir heute keine wirkliche Entscheidung, die wir da treffen müssen, weil wir einfach sagen können, wir exploren so lange, wie die Folge geht. Und wenn die Folge vorbei ist, dann ist die Folge vorbei und dann drehen wir am nächsten Tag einfach um. Und dann haben wir uns selber die Entscheidung quasi abgenommen. Ist hier irgendwas in der Nähe? Nö, ne? Aber es macht voll Spaß, hier an dem Berg rumzufliegen. So, ist eine kleine Landzunge, die ist auch cool. Sonst ist hier aber auch nichts Interessantes zumindest. Es ist schön, schöne Landschaft so. Aber interessant ist anders, würde ich sagen. Deutlich anders. Deutlich anders. Okay, guck mal, jetzt ist buchstäblich ein guter Zeitpunkt gekommen. Nein, nevermind. Ich dachte, hier kommt wieder nur ewig mehr. Also nichts mehr außer Meer. So, ne? Aber hier kommt natürlich doch nochmal ganz viel. Okay. Hier kommt auf einmal wieder richtig viel. Das ist ja auch wieder typisch. Schaffe ich das komplett? Ja, schaffe ich. Jo! Alter, wie viele Alliums sind denn hier? Ich meine, wir haben noch super viele, aber so eine Möglichkeit oder Gelegenheit kann man sich ja eigentlich nicht nehmen lassen. Wir haben gar keinen Platz. Doch, wir haben Platz. Der sammelt die einfach so nicht ein. Ich habe noch nie so viele Alliums gesehen und wir haben schon im Eimer richtig viele Alliums gesehen. Das sind echt viele Alliumsens. Krass. Holen wir uns davon mal ein paar, würde ich sagen. Kann man eigentlich nie genug von haben. So, wir sind ja auch schon bei 12 Minuten, also viel werden wir nicht mehr machen in dieser Richtung der Expedition. Morgen treten wir dann endlich den Rückweg an. So, genau ein Stack, passt. Und dann gucken wir mal, was wir auf dem Rückweg noch alles finden, weil wir werden natürlich, auch weil das jetzt gar nicht mehr geht, weil ich keine Ahnung hätte, wo der Rückweg überhaupt genau ist, aber wir werden natürlich einen anderen Weg zurücklaufen, habe ich ja auch schon mal gesagt. Müssen wir jetzt aber auch zwangsläufig, weil ich keinen Blassen mehr hätte, wie wir überhaupt zurückkommen, außer halt Koordinaten und Kompass. Da gucken wir noch einmal, was hier oben ist. Tschüss. Der geht erstmal fliegen. Ein Tripwire-Hook. Braucht auch niemand. Ah, wir müssen dran denken, ich habe die Brustpanzerung gar nicht an. Das hätte gefährlich werden können. Nicht. Okay, wir fliegen weg. Wir haben ein neues Horn. Ich weiß nur nicht, ob das genau das Horn ist, was wir schon mal hatten. Weil wir haben noch zwei andere. Ich weiß nur nie, wo die sind. Aber gut. So. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Spaß. Habe ich selber nicht auf die Uhr geguckt. Die Insel ist schön. Die Insel ist sehr, sehr schön. Weil, Sparse Jungle, ihr wisst, wie ich zu Sparse Jungle stehe, und es ist gar keine Insel. Oh Mann, oh, okay, ich nehme es zurück, ist doch nicht schön. Ich dachte, es ist eine kleine Insel, die dann irgendwie nur bis hier vorne geht oder so, aber die ist an dem Teil angeschlossen. Nö, das finde ich nicht mehr so schön. Wir kommen von da, ne? Oder kommen wir von hier? Ja, wir kommen von hier, glaube ich. Keine Ahnung, sollen wir die einfach so lange ärgern? Guck mal, die gehen schwimmen, das war nett. Ich habe nur kein Aim. Zack. Und zack. Und du denkst auch, du kannst dich anschleichen, oder? Dann müsstest du deine Armbrust ein bisschen leiser machen. Oh, nee. Wieso denn Voluntary Exile jetzt? Ah, Schmutz. Müssen wir jetzt Milch trinken gehen? Ich hasse Milch. Hier waren aber irgendwo Kühe. Warum kann man keine Schafsmilch trinken? Finde ich auch eklig, aber warum geht das nicht? Minecraft will doch realistisch sein, oder?
Vorne ist ein Dorf. Das gucken wir uns morgen an. Komm her. So, einmal die Milch. Einmal das Wasser wieder. Da hinten ist das Dorf. Das gucken wir uns morgen an. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.